geht? Was geht? Einen guten Tag, einen wunderschönen guten Tag. Heute sind wir hier für eine weitere Rezension. Und zwar zu Winter's Orbit von Everina Maxwell. One Match Can Light Up an Empire. Mhm, wer kennt's nicht? Das hier ist eine relativ neue Neuerscheinung. Es ist eine Neuerscheinung, mehr oder weniger. Also es gibt das Buch noch nicht so lange. Und ich bin sehr froh, dass ich jetzt schon dazu gekommen bin. Worum geht es? In dem Buch geht es um, also es ist Science Fiction. Und es geht um, sagen wir mal, ein Empire. Und dieses signiert alle 20 Jahre so ein Friedensding. Dass alle Planeten, die in diesem Friedensding dabei sind, die sind dann nett zueinander, wie man es so kennt, ne? So, und der Mann von einem von diesen Friedensambassadors, keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt, stirbt. Und so muss Keem, einer der Prinzen von diesem Empire, den jetzt verwitweten anderen Typen heiraten. Sein Name ist, ich kann es nicht aussprechen, es tut mir leid, Jainan? Wir sagen Jainan. Ist bestimmt falsch, ist ja egal. Auf jeden Fall muss Keem Jainan heiraten, damit die beiden zusammen als vereinte Front auftreten können, so dass alle zufrieden dieses Friedensding da unterzeichnen und es nicht zu Krieg kommt. So. Keem möchte Jainan eigentlich nicht heiraten, weil er denkt, dass Jainan und sein verstorbener Ehemann Tam die perfekte Ehe geführt haben und er, also Keem, fühlt sich super schlecht, dass er jetzt einfach dazu gezwungen wird, ihn zu heiraten, obwohl offensichtlich ist, dass er ihn nicht will, also Jainan Keem nicht will und Keem hat auch ein schlechtes Selbstbild und denkt, ja, ich bin sowieso zu dumm für den und wieso sollte der mich wollen, bla bla bla. Und Jainan ist, also man liest aus beiden Sichten, und Jainan ist halt sehr verschlossen. Man merkt von Anfang an, dass die Ehe zu Tam nicht das war, wonach sie nach außen hin aussah. Und ja, dann geht es halt um diese beiden Männer, die sich näher kennenlernen und vielleicht im anderen etwas finden, was ihnen bisher im Leben gefehlt hat. Und es geht darum herauszufinden, okay, war der Tod von Tam ein Unfall, war das Mord? Wenn es Mord war, wer hat damit zu tun? Können wir dieses Friedensding unterzeichnen? Und so weiter und so fort. Das ist mehr oder weniger, worum es in dem Buch geht. Kommen wir zu meiner Meinung. Erstmal kann ich jetzt einfach definitiv sagen, dass ich Science Fiction sehr wohl mag. Ich hatte ja, nachdem ich Velocity Weapon von Megan Io Coffey oder irgendwie sowas gelesen hatte, gedacht, dass ich Science Fiction nicht mag. Das stimmt nicht. Das ist nicht wahr. Ich weiß jetzt, was ich an Science Fiction mag. Es muss liebesheavy sein und ich möchte nicht zu viele technische Dinge. Also ich muss nicht wissen, wie ein Raumschiff funktioniert. Ich muss nicht wissen, wie das Reisen auf Lichtgeschwindigkeit funktioniert. I don't have to know. I really don't. Ich brauche es nicht. Und wenn Liebe dann auch noch einen sehr, sehr großen Punkt oder eine sehr, sehr große Rolle in der Geschichte spielt, dann bin ich auch mit Science Fiction on board, muss ich sagen. Und ich bin sehr froh. Meine Meinung. Schwache 4 Sterne. Ich finde das Buch sehr, sehr gut. Ich finde, man fliegt dadurch, das Ganze ist ein Debüt. Und der Schreibstil ist mega gut. Ich finde, dass man wirklich flüssig durch die Seiten kommt und ich würde sämtliche anderen Bücher, wenn sie denn vom Klappentext mich ansprechen, von dieser Autorin auf jeden Fall lesen. Geschichte finde ich eigentlich auch ganz interessant. Ja, fangen wir mit den Charakteren erstmal an. Ich liebe Keem. Oh mein Gott. Keem is a baby. Und ich liebe ihn so sehr, weil er einfach... Der ist so ein toller Typ und so sympathisch und viele Leute lieben ihn und mögen ihn und er kann gut mit Menschen und er hat viele Talente, bla bla bla. Aber er selbst denkt halt, er ist nicht so klug. Er kriegt von von Menschen, die halt Autorität über ihm haben, aka seine Oma und so weiter, sehr viel Negatives in den Kopf geworfen. Also die haben alle eine relativ schlechte Meinung von ihm, weil er früher so ein Party-Typ war und halt oft in den Zeitungen war und viel getrunken hat und so weiter und so fort. Aber er hat sich jetzt halt geändert und er findet es halt irgendwie mehr oder weniger blöd, dass alle anderen halt immer noch, beziehungsweise nicht alle anderen, also so Casual-Freunde und so mögen den alle. Aber halt, dass Leute, die ihm nahestehen, immer noch so diesen alten Keem sehen und er weiß halt nicht, wie er da irgendwie rauskommt und ja, das ist so sein Charakter. Und dann haben wir Jainan oder so, der halt einfach, oh, der tut einem so leid, weil man als Leser ist man ja in seinen Gedanken. Und man merkt von Anfang an, okay, irgendwas war in der Ehe zwischen ihm und Tam falsch. Irgendwas ist da vor sich gegangen und das ganze Buch über war ich so gespannt darauf rauszufinden, was es war. Ich meine, man hat relativ früh schon
eine Idee. Also eigentlich, ja, schon ab dem zweiten Kapitel oder so habe ich mir meine Gedanken gemacht. Aber ich war die ganze Zeit gespannt darauf, es endlich herauszufinden und endlich, dass alle Bescheid wissen und dass Kim auch mal Bescheid weiß. Und mir tat Jinan einfach so leid, weil man gemerkt hat, dass er so ein toller Typ ist und so lieb und so schlau. Aber er war so verängstigt und in so eine kleine Kiste gepackt von Tam und seinen Mitmenschen. Und er tat einem einfach so leid, vor allen Dingen, weil er jetzt halt nicht wusste, okay, was erwartet Kim von mir? Ist er so wie Tam und so, und dadurch, dass Kim halt null Peilung hat davon, wie die Ehe wirklich war, denkt der halt, dass Jinan voll in Trauer ist und so, und so kommt es halt zu super vielen Missverständnissen, weil Jinan sich weigert, mit Kim zu reden und Kim nicht mit Jinan reden will, weil er nicht ihm zu nahe treten will, und oh, diese beiden, ne, sind wirklich die Könige der Missverständnisse. Es ist unerträglich. Die ersten 250 Seiten ungefähr reden die so absolut aneinander vorbei, das ist der Wahnsinn. Besonders traurig ist es, weil man ja aus beiden Seiten, beiden Sicht liest, und dann ist man gerade bei Kim und merkt, okay, okay, ich weiß, was du sagen willst. Dann sagt er das, man wechselt die Perspektive und man ist einfach bei Jinan und weiß, okay, das hat er jetzt komplett falsch verstanden, der Vogel. Kim wollte das komplette Gegenteil davon, es ist, oh, es ist schlimm. Aber dementsprechend wundervoll fühlt es sich dann an, wenn die beiden sich tatsächlich dazu entscheiden, endlich zu reden. Oh, es war magisch. Die Liebesgeschichte war so unfassbar süß. Ich finde, man hätte tatsächlich noch ein bisschen mehr Zeit auf sie verwenden können. Aber das ist gleichzeitig auch Teil meines Kritikpunktes, deswegen gehe ich da gleich drauf ein. Das Ganze ist ein Slowburn, also dauert es relativ lange, bis die beiden sich annähern und sich ein bisschen was anvertrauen und so weiter und so fort. Und das fand ich toll, ihr wisst es alle, ich liebe Slowburn, weil es ist das Beste, was das Romance-Genre zu bieten hat. Also ich liebe Slowburn. Kommen wir dann jetzt also direkt zu meinem Problem oder zu meinem Kritikpunkt, wo das Slowburn auch mit reinspielt, beziehungsweise wo die Liebesgeschichte mit reinspielt. Ich finde, dass man diesem Buch sehr krass anmerkt, dass die Geschichte, die die Autorin erzählen wollte, tatsächlich die Liebesgeschichte war. Und das weiß ich, weil ich habe ja, also hier hinten drin ist so ein Interview mit der Autorin, und dort meint sie, ja, meine Ursprungsidee war halt diese Hochzeit, und dass die herausfinden müssen, dass die Ehe vorher halt nicht so toll war, wie sie halt erschienen ist. Und ich finde, dass man das einfach so hart merkt, weil ich finde, sie legt sehr, sehr viel Wert und sehr, sehr viel Mühe in die Beschreibung der Charaktere und deren Beziehung und wie die sich entwickelt und so weiter und so fort, deren Gefühle. Ich finde, daran liegt sehr merklich das Augenmerk. Und alles andere, beziehungsweise so das Grundkonstrukt drumherum, war für mich sehr verworren. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass Englisch halt nicht meine Native Language ist, ne? Und ich mich ja auch weigere, Worte nachzugoogeln, wenn ich sie nicht weiß, weil ich, also ich bin ja der festen Überzeugung, dass man nicht jedes Wort verstehen muss, um den Inhalt des Buches zu verstehen. Und ich weiß halt nicht, ob es jetzt daran lag, dass ich die Worte nicht nachgegoogelt habe oder ob es einfach nicht besonders gut erklärt wurde. Aber also am Anfang war ich total verwirrt darüber, was jetzt eigentlich das Ziel ist. Also wieso müssen die erstmal durchgecheckt werden, bevor überhaupt erklärt wird, dass die diesen Vertrag unterzeichnen dürfen. Weil es gibt irgendwie so eine andere Person, die gucken muss, ob alles zur Zufriedenheit gemacht ist. Also dass halt nicht ein Planet dazu gezwungen wird, den Vertrag zu unterschreiben und so. Also das macht schon alles Sinn, aber es wurde nicht wirklich erklärt. Es war mehr so ein, je mehr du liest, desto mehr Sinn ergibt es halt. Aber ich finde, dass man halt gemerkt hat, dass die Autorin da nicht super viel Interesse dran hatte. Auch der Mord oder der Tod oder was auch immer, müsst ihr selber lesen, von Tam. Es hat mich einfach nicht interessiert. Alles drumherum, alles, was nicht mit der Liebesgeschichte zu tun hatte, hätte mich nicht weniger interessieren können. Es tut mir leid. Ich finde, die Autorin macht einen sehr, sehr guten Job darin, Tam so zu schreiben, als wäre er noch bei uns, also als wäre er noch sein eigener Charakter, weil er ist ja schon am Anfang des Buches tot. Also wir erleben ihn nie lebend. Und es fühlt sich aber wirklich an, als wäre er noch so eine Präsenz im Leben der Charaktere. Und das hat sie super gut gemacht. Aber leider konnte es mich nicht genug packen, dass ich wirklich da saß und mir dachte, oh mein Gott, wer hat ihn ermordet? Hat man ihn ermordet? War es vielleicht ein Unfall? Blablabla. Und auch als langsam aber sicher der Plan von den Bösen rauskam und erklärt wurde, was sie gemacht haben und wieso sie das gemacht haben und so weiter, ich saß dann und habe mir gedacht, hä? Also es hat schon zu einem bestimmten Grad Sinn gemacht, aber es war einfach unfassbar verworren. Und dadurch, dass ich halt wirklich nicht so riesen Interesse an dem Ganzen hatte,
war es mir dann halt auch tatsächlich egal. Trotzdem, ich finde, man fliegt durch, habe ich ja eben schon am Anfang gesagt. Ich finde, das Buch könnte für jemanden perfekt sein, wenn es einen halt nicht stört, dass nicht alles bis zur kleinsten Kleinigkeit erklärt wird. Was mich ja normalerweise auch nicht stört. Aber hier die Art und Weise, wie das halt beschrieben wurde, und dann war der eine böse und der war ja gar nicht alleine, der hat ja noch mit den anderen gearbeitet, aber es gab ja auch noch die anderen Leute, und ich war einfach so, aber for what? Wisst ihr, also das war so, keine Ahnung. Aber alles in allem würde ich das Buch auf jeden Fall empfehlen. In dem Interview schreibt sie, dass sie wahrscheinlich nochmal zurück auf diese Welt kommt und nochmal was hier drin schreibt, I guess. Und oh mein Gott, das würde mich so freuen. Also ich würde es auf jeden Fall lesen. Ich finde, wie gesagt, die beiden Charaktere so toll. Ich finde deren Entwicklung toll. Ich finde, Jannans Entwicklung geht ein bisschen schnell. Also ich meine, es dauert sehr, sehr lange. Aber ab einem bestimmten Punkt geht es dann schnell. Wisst ihr, was ich meine? Also ich weiß es nicht. Ich finde, da hätte man noch ein bisschen mehr Zeit investieren können. Aber grundsätzlich, oh mein Gott, ich liebe die beiden. I love them so much. Und ich empfehle das Buch auf jeden Fall. Wer auf Science Fiction steht, wer auf Liebesgeschichten steht, Slowburn, und wer halt nochmal ein gutes Male-Male-Romance lesen möchte, hier ist es für euch. Ich hoffe, diese Rezension hat euch gefallen. Es tut mir wirklich leid, dass sie wieder so all over the place war. Ich bin heute super müde und ich habe mir nicht aufgeschrieben, was ich jetzt sagen wollte. Und ich habe es gerade eben auch erst beendet. Von daher, es tut mir leid. Aber ich hoffe, die Rezension hat euch trotzdem gefallen. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Schreibt mir gerne alles, was ihr mir sagen möchtet, in die Kommentare. Und bis zum nächsten Video. Ciao!